Moin Moin und grüßt euch, hier zurück bei Scum. Ich bin heute mit unserem Magnus wieder unterwegs, einmal zum Händler. Wir machen heute einmal eine kleine Verkaufstour, denn ich habe jetzt in der Base mal angefangen, noch weiter ein paar Schränke zu bauen, zu sortieren und da müssen wir unbedingt mal ausmisten, so einen kleinen Frühjahrsputz nenne ich es mal. Und ich habe das ganze Auto voll. Seht mal, alles, was hier im Auto drin ist. Ist einiges, was da zusammengekommen ist. Das kann alles weg. Ich würde sagen, meine Waffen, die ich hier habe, mein Bogen und mein Katana, werde ich mal eben rausschmeißen. Und dann können wir nämlich hier auf den Rücken noch ein paar Sachen schnallen. Ein Metalldetektor, ich weiß nicht, ob ich den hier loswerde. Schauen wir gleich mal. So, dann nehmen wir mal die ganzen Handfeuerwaffen mit. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die erstmal alle zu verkaufen. Wir haben ja hier die SF5, SF19. Und bei der bleiben wir auch. Erstmal das. Genau, bei der bleiben wir. Alle anderen verkaufe ich jetzt erstmal. Und wenn wir doch mal umsteigen wollen, dann werden wir auf jeden Fall alles wiederfinden. So, reparieren mache ich jetzt auch nicht. Ich verkaufe es einfach so, wie es ist. So, da kriegen wir schon 3.700. Wir haben jetzt 135.000. Mal gucken, wie viel wir am Ende insgesamt bekommen. Den ganzen Kram. Ah. Fast vergessen, wir haben noch was am Rücken und in der Hand. Verkaufen. Ne, Metalldetektor kriegen wir hier nichts. Aber die beiden Gewehre. Auf jeden Fall. Schauen wir mal, wo wir den Metalldetektor loswerden. Ob wir ihn überhaupt hier loswerden beim Händler, aber ich denke mal schon. Also gerade Handfeuerwaffen sind einige zusammengekommen, wie ihr seht. So, noch ein paar Magazine. Ja, die bringen so um die 200. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal weniger. Aber in Summe kommt da schon einiges zusammen. So, die ersten 10.000 haben wir eingenommen. TNT brauchen wir selber auch nicht. Was werden wir denn hier noch los? So, den Metalldetektor habe ich den. Ja, da ist er wieder drin. Okay. Dann habe ich hier noch ein bisschen Munition. Also wirklich eine bunte Mischung aus allem. So, und dann können wir uns nämlich spezialisieren letztendlich auf die Waffen, die wir auch wirklich nutzen. Bringt ja nichts, wenn man alle Waffen hat, aber sie einfach nur im Schrank liegen. So, und die nächsten 5.000. Dann machen wir das mal lieber zu Geld und geben das Geld notfalls für Dinge aus, die wir brauchen und nicht finden. So, Skalpell können wir hier nicht loswerden. Das Messer vielleicht noch. Die, das, okay. Armierungsschneider werden wir hier nicht los. Mobiltelefon eventuell. So, der Stern. Weiß ich wieder, was es mit dem Holz da ist. Gasmasken. Weiß ich nicht. Schauen wir mal, ob wir die hier loswerden oder woanders. Okay, noch ein Messer. So.
Ja, so macht Verkaufen doch Spaß, wenn man da wirklich jede Menge Zeug hat. Ja, auch diese tragbaren CD-Spieler, also hier im guten Zustand über 300. Es lohnt sich schon, die mal mitzunehmen. Selbst hier im schlechten Zustand mit 31% kriegen wir noch um die 100. Also, die nehme ich auf jeden Fall immer gerne mit. Okay, die Maske würden wir hier loswerden, wahrscheinlich. Aber die ist einfach in so schlechtem Zustand. Da sieht es eher schlecht aus. Da kriegen wir nichts für. Da können wir natürlich einfach überlegen, ob wir die behalten und dann nochmal daheim reparieren. So, die Hackbeile. Mal gucken, ob wir die hier loswerden. Da haben wir nämlich auch einige angesammelt. Und da wir das gleiche angesammelt ja nutzen, eher weniger. Ah, hier ist noch eine Waffe. Sehr schön. Ach, hier oben sind noch zwei Hackbeile gelandet. So, nee, das wollte ich gar nicht. Mal nach oben werfen. So. Wollte gucken, ob die Kettensäge hier angenommen wird. Vermutlich ja nicht. Die ist wahrscheinlich ja bei General Goods gut aufgehoben. Ah, okay, aber die Hackbeile auch nicht. So. Achso, die Kettensägen wollte ich gucken. Hier kriegen wir nichts dafür. Dann fahren wir doch mal weiter. So, das heute wird auch eine reine Verkaufsfolge. Einmal nehme ich das Hackbeil nach dem Haare schneiden. Bevor wir es dann verkaufen. Hat zumindest noch mal ein bisschen Sinn und Zweck gehabt. So, das war's. Kleines Foto. Achso, und Sachen sollten wir vielleicht auch mitnehmen. Den hier loswerden. Das. Okay, Skalpell, Handschuhe und so weiter werden wir wahrscheinlich eher beim Medizinmann los. Gut, gehen wir erstmal rein. Verkaufen. Ja, die Hackbeile werden wir los. Also steht es auch noch 50, denke ich, kriegen wir dafür. Auch die Bohrmaschinen 500, das lohnt sich immer. Verkaufen. Ah, jetzt hat das Geld aus Bargeld gegeben. Okay. Ah. So, verkaufen. Wir haben noch was hinten drauf. Ja, hier, guck mal. Über 2000. Kriegen wir für die Kettensägen. Nochmal 500 für den Metalldetektor. Das ist super. So, das nicht. Hier noch den Metalldetektor einmal.
Das ist die Armierungsschneider. Den Rest werden wir hier, glaube ich, nicht los. Also ich habe auch die Kisten nur mal grob sortiert. Da wird noch einiges zusammenkommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, das wird nicht der einzige Verkauf sein. So, verkaufen. Da kommt noch ein bisschen was zusammen. So, gehen wir mal rüber zum zum Mechaniker. Guck mal, da haben sich auch einige Lichtmaschinen angesammelt. Müssen wir hier nochmal laufen. So. Rad nehmen wir mal mit. Ein Fahrradrad. Mal gucken, ob wir dafür was bekommen. Ja, Lichtmaschine über 1000 für jede. Also die, gut, die eine bisschen weniger. Oh, immer nur 200 fürs Mountainbike-Rad. Kaufen. Also langsam müssen wir uns auch überlegen, was wir mit dem Geld machen. Denn irgendwie haben wir immer mehr Geld, aber können gar nicht so viel Geld ausgeben. Beziehungsweise wir könnten schon, aber wofür? Die meisten Sachen, die wir brauchen, die finden wir. Das ist ja letztendlich auch der Reiz an dem ganzen Spiel. Und nicht, dass man alles sich zusammenkauft. So. Haben wir noch die Maske drin im Auto. Den Rest haben wir bei uns. Schauen wir mal. Hier nochmal 3000. So, und ab zum Medizinmann. Da laufen wir mal hin. Muss hier hinten sein? Ja. Die Bank. Ah, Skalpell und Atemschutzmasken werden wir hier gar nicht los. Hier müssen wir gleich mal woanders gucken. Aber erstmal gehen wir kurz zur Bank. Nee, eigentlich will ich das gar nicht. Eine Karte. Ach so, dann müssen wir die Karte dabei haben. Ah, lass mal kurz schauen. Welche haben wir denn dabei? Doch, Starterbankkarte. Meine Karten. Ah, okay, so. Nee. Ich will doch nur Geld einzahlen. Ich bin gerade zu doof. Ach, da. Gut, Einzahlung. 3, 6, 7. Ja. Okay, dann haben wir kein Bargeld mehr bei uns, sondern jetzt alles auf dem Bankkonto. Lass einmal bei den General Goods reingehen und gucken, ob wir den letzten Kram noch eben loswerden. Gut, Skalpell nimmt er schon mal. Dann bleiben noch die beiden Atemschutzmasken. Na, dann kriegen wir die wahrscheinlich vorne beim Waffenhändler los. Schauen wir mal. Hast du ein bisschen hin und her gerannt manchmal? Ja, guck mal, hier werden wir es los. 1300 zusammen. Okay. Gut, wir hatten 135.000 am Anfang, jetzt haben wir 175.000. Also
Etwas über 40.000 haben wir jetzt hier rausgeholt. Ich denke, das ist doch schon mal ganz gut. Und ja, ich guck mal jetzt, ob er noch irgendwas Schönes für uns hat. Aber ich denke nicht. Mal schauen, aber Kleidung und so haben wir auch alles gefunden. Hier, wir können uns ein paar schöne pinke Socken mitnehmen. Das aber auch lassen. Okay. Nee. Ja, dann werde ich jetzt einfach mal zurück zur Base fahren. Ein bisschen weiter werkeln und euch dann mal wieder mit dazu holen, wenn es wieder spannend wird. Und ja, dann vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid bei dieser Verkaufsfolge. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.